Ja, hallo zusammen. So, ich bin im Moment auf dem Nachhauseweg und habe kurz Halt gemacht auf dem Hirzel, wo ich aufgewachsen bin. Ich war dieses Wochenende, sorry, jetzt wird es ein bisschen laut, ein Motorrad fährt vorbei, ein schönes altes, da wo mein früherer Schulweg war. Wie gesagt, ich bin da auf dem Hirzel aufgewachsen. Und das ist jetzt für mich noch für heute der Abschluss mit dem Hippiebus. Da ich an diesem Wochenende zurück zu meinen Wurzeln gegangen bin, zurück zu den Wurzeln, wo meine Vorfahren, meine Eltern aufgewachsen sind, im schönen Sahnenland. Das heißt, in meine Mutter in Zweisimmen und mein Vater in Schönried. Und mein Heimatort ist Sahnen. Am wunderschönen Berner Oberland. Sahnen ist direkt vor Gstaad, wo ja viele kennen als prominenten Ort. Ja, ich bin dort auch an den Lauenensee gegangen, wo wir viele Sommerferien verbringen durften mit meinen Eltern. Es hat ein bisschen aufgewühlt, weil 50 Jahre später oder 45 Jahre später, es war ja irgendwie 8 oder 9 oder 10 Jahre, wo wir dort jeden Sommer in die Sommerferien gegangen sind, waren sehr, sehr ereignisreich an diesem wunderschönen Lauenensee. Vielleicht habt ihr das schon mal gehört, auch das Lied der Lauenensee, wo ja immer wieder abgespielt wird im Radio, im Fernsehen und und. Es ist immer noch sehr, sehr aktuell. Ja, und irgendwie ist es noch krass, wenn du 50 Jahre später dorthin zurückkommst, wo du als Kind Ferien verbringen durfte. Und vor allem, da hatte es kaum Touristen. Es waren wirklich nur Wanderer, die dort hinaufgegangen sind. Und mit dem Auto durfte man nicht dorthin fahren. War keine Möglichkeit da. War nur eine abgesperrte Straße, die für ganz wenige Anwohner überhaupt zugänglich war. Und diese Reise, die ich jetzt zurückgemacht habe heute vom Berner Oberland hier zurück an den Zürichsee, habe ich irgendwo etwa 3 Stunden gebraucht. Und früher hatte man 4 bis 5 Stunden gebraucht. Und weil die Straßen und die ganzen Verhältnisse und die ganzen Fahrzeuge und Autos natürlich ganz anders waren. Also, es war ein wirklich sehr spannendes Wochenende. Und es hat ziemlich stark aufgewühlt, weil ja, es war eine Jugend, die sehr ereignisreich war in jedem Sinne. Ja, warum habe ich das gemacht? Ich bin im Moment wieder am Schreiben und darum bin ich mit dem Hippiebus gegangen. Ich habe im Hippiebus geschrieben und werde das jetzt noch weiterhin tun an meinem nächsten Buch. Und ihr dürft gespannt sein, was da zum Vorschein kommt aus meiner Jugend, aus meiner Kindheit, aus meiner Schulzeit. Und es wird sicher ganz bestimmt sehr spannend. Und auch, du kannst dich ja auch vergewissern, dass es wie alle meine Bücher sehr in die Tiefe gehen wird. Es hat sich mich sehr aufgewühlt und sehr beschäftigt, was dort gegangen ist. Also, in dem Sinne wünsche ich dir alles Gute und wir hören bis dann. Tschüss.